Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Beim Namen Pavlova kommen ganz viele Genüsser in Schwärmen. Zum einen wegen der berühmten Tänzerin aus Russland und zum anderen wegen dem traumhaften Dessert, den ein Bäck aus Australien nach ihr benannt hat. Wir machen heute so eine Pavlova mit einer feinen Kakisauce. Der René ist noch nicht da, aber wo er ist, das erzählt er Ihnen selber. Wieder auf? Okay. Hallo Susanne und grüezi miteinander zu Ihnen zu Hause in die Schweiz. Ich bin hier in Istanbul direkt am Marsch Türkei gegen die Schweiz. Und ich melde mich noch mal, komme mit meinem Kebab über. Bis später. Die Pavlova, das ist eine ganz typische Art von Meringue. Und das meine Zutaten dafür brauchen. Für die Meringue habe ich zuerst natürlich Eiweiß schön kalt festgeschlagen mit Zucker zusammen und jetzt kommt der Rest noch drin. Was man sehr schön sieht, wenn man es genug geschlagen hat, ist gut glänzig. Jetzt tue ich hier ein bisschen Rosenwasser drin und ein bisschen Essig. Und das ist nämlich genau auch der Trick, dass es schön feinporig wird und wunderbar innen feucht bleibt. Das ist nämlich das Typische von diesem Dessert. So, noch fertig verrührt und jetzt geht es schon weiter. Ich habe hier auf dem Backreinpapier schön so 8 cm Kreis drauf ausgemalt und jetzt umkehren, damit man nachher mit dem Abdruck alles drauf klebt. So, und richtig grosszügig drauf. Und dann gehen die Meringue rein in den Backofen bei 150 Grad während 20 Minuten. Fine Food, das sind besondere Produkte für besondere Gelegenheiten. Und das hat sich bereits umgesprochen. Mmh, ist der gut, der Lachs? Mmh. Fantastisch gewürzte Suppe. Pilzragout. Mmh. Und super frisch, das Sorbet. Hey, schau mal. Die Schlaumeier. Feinfood von Coop. Das können wir von jetzt an daheim machen. Feinfood, ein einzigartiger Genuss von Coop. Feinfood gibt es mit verschiedenen Varianten, mit auserlesenen Zutaten, traditionellen Herstellungsmethoden und überraschenden Rezepten. Wir haben auch ein überraschendes, nämlich unsere Pavlova. Die sind jetzt im Ofen, hier vorher noch auf 120 Grad reduziert. Hier lassen wir sie jetzt noch 1,5 Stunden fertig backen. Damit sie schön knusprig werden, gibt es einen Trick, einfach einen Kellerstil zwischen die lassen. Hier habe ich selbstverständlich unsere Pavlova schon vorgebacken, damit wir die nachher anrichten können. Und für die schöne Kakisauce brauche ich geschälte Kaki, die ich püriert habe mit Vanillezucker, mit Zucker, Zitronenschalen und Zitronensaft. Schöne Spiegel machen, dann noch etwas verteilen. So, und dann kommt so eine Pavlova drauf. Prima. Jetzt kommt das Töpfchen auf mich, das ich noch machen darf am Schluss. Das ist nämlich noch so ein bisschen Sirup. Für das nehme ich Aceto Balsamico mit einem Himbeeraroma, ein bisschen Rosenwasser und Zucker. Schmeckt schon ganz, ganz gut nach Essig. Das lasse ich jetzt einreduzieren, bis schön sirupdick ist. So, jetzt wird es langsam zu einem Sirup und jetzt können wir das nur noch so leicht drüber träufeln. Da tun wir noch ein paar drauf. So. Wunderbar. Unser Dupper ist bereit. Für die genauen Backzeiten und Mengenangaben steht das Rezept im Internet oder in der Coop-Zeitung. So, das war es für heute. Ich habe das Gefühl, es ist auch gut gegangen ohne Susanne. Susanne, ich bin noch mal da. Du willst sicher einen Tipp von mir für das Spiel. Klar, 2-2, das heisst, die Schweiz fährt an die WM. Und dann ist es gut, wenn man nach dem Match ein paar Brücken türkisch kann. Dann mache ich einfach so, weg mit dem. Sagen, er jetzt mit den Gürlem, er ist nicht höher als der Gemütsch. Das heisst so viel wie. Was, der Match läuft schon?
Auf Wiedersehen miteinander.